Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil meines Audi Quattro Projekts. Der Audi steht da, unter der Plane. Und im letzten Teil habe ich ja ein paar Malheure beseitigt, die in den ganzen Stoßstangen und Kotflügeln und so weiter passiert sind. Soll heißen, die eigentlich schon basislackiert und klar lackierten Stoßstangen haben wir nochmal abgeschliffen, nochmal mit zwei Schichten Basislack lackiert und dann nochmal Klarlack drauf. Außerdem, ja, so kleine Sachen rausgeschliffen. Die Motorhaube steht hinten im Eck, die ist leider noch nicht repariert, aber schon gespachtelt. Da muss ich jetzt mit Füller nochmal drauf. Ich habe neuen Füller und ich zeige euch jetzt mal, wie der aktuelle Stand bei den Teilen ist. Es sind nicht alle im gleichen Stadium. Der Kotflügel zum Beispiel, da war ja hier ein Haar drin, den habe ich nochmal geschliffen, nochmal basislackiert und klar lackiert. Da ist mir leider ziemlich viel so Schrott reingekommen. Das kann ich zumindest an den sichtbaren Flächen schön schleifen und polieren. Dann dieser Kotflügel hier, da fehlt noch einiges, den muss ich nochmal komplett anschleifen, dann nochmal komplett basislackieren und klar lackieren, weil man hier die Schleifspuren extrem stark sieht. Ich weiß nicht, was wir da falsch gemacht haben, aber naja, das passt. Dann hier vorne ist dieser T-Träger. Oh, der ist da runtergefallen, als die Klappe umgefallen ist. Das ist die Polizeiheckklappe, die alte. Die werde ich als Whiteboard in grün, blau benutzen, wie auch immer. Kommt auch bald. Außerdem geht es weiter hier mit der Heckstoßstange. Da habe ich ja auch gezeigt, dass der Lele hier das wunderschön ausgeschnitten hat noch, weil das vorher so halbscharig gemacht war und die ist wunderschön geworden. Das ist ganz cool, mit der Lampe hier kann man sehen, ob der Klarlack dick genug aufgetragen wurde oder nicht. Das war mir eine sehr große Hilfe. Danke dir, Domi, für die Lampe. Und das ist die Frontschürze, die ist soweit eigentlich auch fertig. Mit der Oberfläche des Lacks bin ich eigentlich sehr zufrieden. Es ist natürlich ein bisschen Staub drinnen. Das lässt sich leider nicht vermeiden, wenn man ohne Absauganlage lackiert. Aber das kann ich alles nochmal schleifen und polieren, wie ich ja eben schon gesagt habe. So, weiter geht es jetzt. Oh, das habe ich noch gar nicht gezeigt hier. Die Griffe sind alle schon lackiert, außer dieser eine, da ist mir nämlich hier auch noch so ein bisschen Kack passiert. Aber ja, die sind soweit eigentlich fertig, sehr schön. Da ist überall noch ein bisschen Wasser drauf, das sieht man hier jetzt gerade so schlecht. Dann räume ich die Teile, alle die fertig lackiert sind, schon mal ins Auto. Vielleicht baue ich den T-Träger schon mal dran. Und dann muss ich die anderen Teile alle nach und nach fertig machen. Und dann geht es mit dem Audi selber weiter. Mittlerweile habe ich den ganzen Kram, der schon fertig lackiert ist, hochgeräumt. Jetzt steht der Audi da. Und wie ihr seht, hat es geschneit, eine ganze Menge sogar. Das heißt, ich bin sehr traurig, dass der Quattro noch nicht fertig ist, weil das die Zeit ist, wo es am allermeisten Spaß macht. So, richtig geschneit. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich heute im Baumarkt ein Heizgebläse kaufen wollte, so ein Gasheizgebläse. Aber das war dann einfach so viel teurer als im Internet, dass ich mir eins bestellt habe. Das sollte die Tage kommen. Dann kann ich hier richtig mit gescheiter Temperatur lackieren. Die Motorhaube habe ich so mal gefüllert und wie man sieht, ist noch nicht ganz deckend aufgetragen, deswegen kommen da noch ein paar Schichten mehr. Und hier, das sieht eigentlich relativ gut aus. Nachdem ich die Haube aber ja als allerletztes draufschrauben kann, ohne dass irgendwelche anderen Teile davon betroffen sind, werde ich die jetzt hinten anstellen in der Priorität. Die kann ich ganz am Ende nochmal machen, das ist wurscht. Wichtig ist jetzt, dass das Auto lackiert ist und dass die beiden Kotflügel fertig sind, weil dann können eben die Kotflügel drauf, die Stoßstange drauf. Wenn die vier Türen fertig sind, können da wieder die Fensterscheiben und die Kurbeln, Türverkleidungen und so weiter alles rein. Das heißt, es ist wesentlich wichtiger, dass ich hier mal wieder ein bisschen Ordnung schaffe und nicht überall die Teile rumfliegen und ich ein bisschen vorankomme. Also, hier kommt alles raus. Throw it away. Pass me.
Solange der Füller auf der Haube aushärtet, schraube ich hier vorne schon mal zusammen, was ich zusammenschrauben kann. Hier unten ist ja der Schlossträger, den wir beim Lele schon reingebaut haben. Moment, so sieht man, wie wunderschön der ist. Der ist auch sogar in Wagenfarbe lackiert. Das ist ein bisschen eine andere Farbe, da ist auch kein Klarlack drauf. Ja. Jetzt gibt es eine ganze Menge Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier unten den Kabelstrang wieder festzumachen. Und das mache ich jetzt alles mal, damit ja, ich das schon mal vorankriege, dann dauert es nachher nicht mehr so lange. Ich habe den Plan jetzt mal ganz schnell über den Haufen geworfen, weil wenn die Karre hier drin ist, kann ich mich sonst quasi nicht mehr bewegen. Außerdem windet es die ganze Zeit so, dass die Plane hier von der Wand weggedrückt wird. Deswegen ist die Klappe auch schon ein paar Mal umgefallen. Jetzt schleife ich erstmal den Kotflügel, Tankdeckel, Türgriff, beide Türgriffe und die Haube hier, dass ich die lackieren kann. Weil dann kann ich die einfach so, wie sie sind, fertig irgendwo in die Ecke stellen und dann, wenn es soweit ist, die Karre zusammenbauen. Da habe ich nicht irgendwie so viele Bälle auf einmal in der Luft, habe dann auch später, wenn ich das Auto reinfahre, außenrum ordentlich Platz. Ich habe jetzt die Teile alle gut angeschliffen, außerdem mit Silikonentferner einmal gescheit gereinigt. Jetzt kann ich den Lack auftragen, mache das wieder in jetzt erstmal, denke ich mal, einer Schicht und weil ich so ungeduldig bin, vermutlich einer etwas dickeren Schicht. Oder vielleicht kann ich mich auch doch gedulden und mache es, wie man es machen sollte. Mal gucken. Die Teile sind jetzt endlich getrocknet und die Striche, die ich am Anfang gesehen hatte, als es noch nass war, die sieht man jetzt nicht mehr. Das liegt, denke ich mal, daran, dass es einfach ein bisschen ungleichmäßig dick aufgetragen wurde. Hier ist mein Malheur, aber das sieht man nicht. Das hat jetzt über einen Tag gedauert, bis die Basislackierung getrocknet ist. Jetzt naht aber die Rettung. Ein 400 kW Plutonium Heizkraftwerk, das soll jetzt alle meine Probleme lösen. Damit werde ich, bevor ich lackiere, hier die Kabine einmal ordentlich aufheizen, die Teile alle warm machen, dann einmal ordentlich durchlüften, weil ja die Luftfeuchtigkeit ordentlich erhöht wird durch das Ding. Wenn die ganze Feuchtigkeit draußen ist und die Teile, die ich auch extra nochmal warm angeblasen habe, ihre Feuchtigkeit abgegeben haben, dann lackiere ich einmal und dann lasse ich den Nebel sich so ein bisschen setzen. Und mach's dann nochmal an, damit dann die Teile alle schön warm werden nochmal und gescheit durchtrocknen. Das ist der Plan. Mal gucken, ob das funktioniert. Schön.
Gasflasche. Natürlich habe ich auch den zweiten Run hier verkackt. Ich habe den einen Kotflügel von oben nochmal geholt und habe es dann geschafft, hier irgendwie was auch immer zu machen. Naja, who knows? Der ist eigentlich ganz okay geworden, außer dass ich da einen fetten Läufer drin habe. Motorhaube ist soweit auch okay. Was ich jetzt gemacht habe, ist erstmal den Gasbrenner ein bisschen laufen lassen, habe dann gemerkt, dass alles oben rauszieht. Deswegen habe ich jetzt hier eine Komplett-Sauna draus gebaut. Und wie man sieht, es drückt alles nach oben und mittlerweile drückt es auch den Boden nach oben und gleich hebe ich ab wie ein Heißluftballon. Sollte jetzt auf jeden Fall besser gehen, dass die Teile alle härten oder trocknen oder wie auch immer. Und dann schmeiße ich sie erstmal raus, lasse sie da versauern, bis ich den Audi lackiert habe. Jetzt muss ich raus hier, weil er sauerstoffarm wird, sonst falle ich um. Toll! Draußen schneit es wie Scheiß und ich sitze mit einem Quattro ohne Front da. Ist zwar eigentlich schon viel zu spät, aber ich räume mal das Zeug alles irgendwo hin, wo es weiter aushärten kann, wo ich mir keine Sorgen drum machen muss oder wo ich mir keine Gedanken drum machen muss. Dann fahre ich den Quattro hier rein und schaue mal, dass ich da noch ein bisschen vorankomme, damit der so schnell wie möglich fertig wird, weil das Wochenende kommt und es soll weiter schneien und dann möchte ich unbedingt fahren. Ich würde mal sagen, das war es dann für dieses Video. Im nächsten Video lackiere ich hoffentlich hier hinten alles. Da habe ich lange rum überlegt, wie ich das mache, aber ich denke, ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Bis dahin schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!